Wahnsinnig unglaublich, wer sich im wirtschaftlich gebeutelten Rheinhausen nach den Handballern des OSC erkundigt, der bekommt nur Superlative zu hören. Zwar gab es gestern im Kampf um die Tabellenspitze einen herben Dämpfer gegen den Meister aus Kiel, aber dennoch, der Aufsteiger aus Duisburg gehört weiterhin zum Bundesliga-Spitzentrio. Wenn die Duisburger auflaufen, vor allem in des Gegners Halle, dann zittern die Kontrahenten vor einem, vor allem Nedeljko Jovanovic. Der Alleskönner vom Balkan, der gehört derzeit zum Besten, was die Handball-Bundesliga zu bieten hat. Technik, Kraft und Dynamik gekoppelt mit viel Auge für die entsprechende Spielsituation. Fähigkeiten, die einen Spitzenhandballer Marke Weltklasse auszeichnen. Nedeljko Jovanovic, kurz Nejo genannt, präsentiert dies seit der laufenden Saison beim Aufsteiger Rheinhausen. Ein Publikumsliebling, der im Revier regelrechte Begeisterungsstürme auslöst. Er ist halt hier der Spielmacher. Er ist der absolute Kracher. Weltklassenspieler. Idol für uns hier in Rheinhausen im Augenblick. Geboren wurde ihr Superstar vor 25 Jahren in Belgrad. Er lernte hier das Handballspielen von Grund auf. Metroplastika und Partizan Belgrad, Vereine mit einer besonderen Philosophie. In Jugoslawien läuft das Handballgeschäft nicht so professionell ab. Meist stand hier der Spaß im Vordergrund. 1993 wechselte Nejo nach Spanien. Spitzenvereine wie El Gorriaga und später TK Santander machten sich seine Künste zunutze. Für ihn eine ganz neue Art der Spielkultur. In der ersten spanischen Division stehen die technischen Aspekte im Vordergrund. Kraftbetontes Spiel ist hier eigentlich Nebensache. Seit 6 Monaten spielt der Belgrader im Schatten der stillgelegten Zechen. Duisburg-Rheinhausen sein neues Zuhause. Und hier scheint der Jugoslawe sich so richtig wohl zu fühlen. Mir liegt der deutsche Handball mit viel Technik, Kraft und Härte wird gespielt. Das entspricht meiner Natur. Außerdem kommt dem jugoslawischen Nationalspieler sehr entgegen, dass er in Rheinhausen so richtig heimische Küche genießen kann. Bei der Familie Vukadinovic gibt's für ihn Wohnungs- und Familienanschluss. Wir haben uns immer einen Sohn gewünscht und ich finde den jetzt Ersatz, ne, als Sohn. In seiner Freizeit ist Jovanovic dennoch Profi durch und durch. Wenn die Zeit es erlaubt, analysiert er Bundesligaspiele seiner Gegner. Schließlich will der Wahl-Duisburger mit dem OSC auch weiterhin oben mitspielen. Dafür wollte er auch gestern gegen den Tabellenersten THW Kiel in Schwarz-Weiß seinen Beitrag leisten. Im Spitzenspiel gelang dem 25-Jährigen zwar insgesamt 6 Treffer, die Leistung innerhalb der Mannschaft ließ allerdings zu wünschen übrig. Nervosität beim Aufsteiger der Liga. Eine spielerisch so schlechte Leistung bringt selbst den ruhigen Jugoslawen Jovan auf die Palme. Der zweite Durchgang zeigte deutlich, wer in der ausverkauften Krefelder Straße der echte Titelanwärter war. Kiel zwar ohne ihren Spielmacher, aber immer wieder mit dem überragenden Thomas Knorr. Der Mann mit der Nummer 10 konnte machen, was er wollte, die Rheinhausener Verteidigung ohne Gegenwehr. Und auch der OSC-Leistungsträger machte gestern seinem Namen keine Ehre. Ich glaube, er hat heute nicht so sein Spielgefühl wie in den letzten Wochen. Er ist in der Torschützenkiste ganz oben. Er ist für Rheinhausen, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit. Und das muss man auch mal klar so darstellen. Rheinhausen würde nicht da oben stehen, wenn Jovanovic da wäre. Er ist Allrounder und er kann halb links, halb rechts spielen. Er macht super Übergänge, geht am Kreis und er kann fast alles auf dem Spielfeld machen. Doch gerade das gelang ihm nur selten. Betrübte Gesichter trotz Tabellenplatz 3 für einen Aufsteiger.